So, tatsächlich Video Nummer 3. Am gleichen Tag baller ich jetzt 3 Videos durch. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gekonnt. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Erstmal guten Tacho, Leute. Ich bin schon ganz durcheinander hier, ey. Ich habe mich schon für 2 Videos den Schnabel wusselig geredet hier. Also, ich habe keine Ahnung, welche Wörter da gleich aus mir rauskommen werden, aber ich hoffe, ihr könnt die verstehen. Thema Nummer 3 heute auf der Fahrt, also schon das dritte Video. Ich hatte jetzt ersten Hochzeitstag, vor einem Jahr habe ich geheiratet, also am 3. September vor einem Jahr, das war der Sonntag. Und total süß, meine Frau und ich, sind ja extra zur Nordsee gefahren, weil erstens ist das so unser Ding und zweitens habe ich ihr da damals den Antrag gemacht. Also liegt es ja nahe, dass ich auch da oder dass wir da unseren ersten Hochzeitstag verbringen. Und wir waren gerade unterwegs, mal eben so nebenbei, eine kurze Geschichte. Haben wir in unserer Familiengruppe ein Foto gekriegt, wie meine Schwiegermutter und meine Schwägerin Fisch essen. Und wir haben den Tisch alles erkannt, das war auch da in dem Ort. Also die sind mal eben, um uns zu überraschen und zu besuchen, für einen Tag 300 Kilometer hin und abends wieder 300 Kilometer zurückgefahren. Um uns einfach zu überraschen an unserem Hochzeitstag. Super, super schönen Tag verbracht. Und hat natürlich unsere Planung durcheinander gebracht. Aber genau solche Dinge machen solche Tage nochmal zusätzlich besonders. Und da bin ich auch super, super dankbar, in so eine Familie reingeheiratet zu haben. Denn, ja, keine Ahnung, das ist. Sowas findet man nicht überall. Genau, und der Anlass vor einem Jahr. Einen Tag nach meiner Hochzeit, ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr jetzt mal zurückspult, bin ich aus dem Motorradclub rausgegangen. Das ist ja so ein Ding, wie ging es mir jetzt in der Zeit, habe ich meinen Motorradclub vermisst oder das Leben? Da wollte ich mal ganz kurz so ein bisschen anschneiden, insofern der Akku denn überhaupt noch so lange hält. Und definitiv ja, es gab, die Anfangszeit war ein bisschen, weil ich bin ja nicht im Bösen raus, so, das bin halt nur aus Enttäuschung rausgegangen, sag ich mal ganz klar, wie es ist. Gab ja nicht nur den einen Punkt, dass man mich an meiner Hochzeit hat sitzen lassen sozusagen, sondern es war auch die Corona-Zeit, die, das sage ich ganz klar, mich ein bisschen verändert hat und meine Einstellung ein bisschen mehr ins, noch mehr ins Oldschool hat rücken lassen. Ich habe halt, es ist halt so, wenn du in so einem Motorradclub bist, der Club verlangt etwas von dir. So, aber auch du, wenn du dich entwickelst, hast du auch Ansprüche. So, und wenn die auch nicht gerecht werden, dann entweder man findet seine goldene Mitte oder eben halt nicht. Und bei mir war es dann halt, es kam Corona, Clubsachen waren immer die ganze Zeit abgesagt, weil Bestimmungen, alles darf nichts gemacht werden, niemand durfte getroffen werden und so weiter. Ihr habt den ganzen Scheiß ja alle auch selber miterlebt. Und da haben sich viele voneinander entfernt. Das muss man einfach so sagen. Sei es in der Freundschaft, sei es innerhalb der Familie oder halt auch in so einem Motorradclub oder was weiß ich, in welchem Verein man ist. Boah, jetzt ist hier auch, also ich kriege hier gleich einen Anfall. Ja, und das ist mit mir auch passiert. Ich habe ja da mit YouTube angefangen und das habt ihr ja von Anfang an mitgekriegt, wenn nicht. Dann spult er einfach mal 3 Jahre zurück und dann sieht er meine allerersten super schlechten Videos. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. da bin ich ja noch mit der Z gefahren. Und ja, egal. Auf jeden Fall, was ich mal so ein bisschen ansprechen kann, war, als dann Corona gelockert wurde und man wieder unterwegs war, ging es halt nur noch darum, sich sehen zu lassen, wir müssen dahin fahren. Und ich habe halt immer gesagt, lass doch auch mal wieder uns zueinander führen, weil wir haben uns gefühlt, klar haben wir uns auch gesehen und getroffen, aber es war nicht das Gleiche, wie es halt normal war. Ne? Es war alles so ein bisschen auf Abstand und ein bisschen distanziert und einfach auch mal, weiß ich nicht, alle 3-4 Wochen selber nur für uns treffen, ohne den Zwang zu haben, irgendwo hinzufahren. Und das war mir persönlich irgendwie wichtig, weil das ja nicht nur ein Motorradclub ist, wo du als Verein irgendwo hinfährst, sondern es waren meine Freunde. Und viele von denen sind immer noch meine Freunde, jetzt nicht falsch verstehen. Aber dadurch, dass man halt so wenig miteinander gemacht hat, was nämlich früher halt so war. Und ich habe das auch das eine oder andere Mal angesprochen.
und ist halt nicht so passiert, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das war so bei mir schon so ein kleiner Punkt, wo ich öfters mal am Grübeln war, ist das hier noch das Richtige für mich oder ist der Verein noch der Richtige für mich, wie auch immer. Und dann ist das ja mit meiner Hochzeit passiert und da habe ich gesagt, jetzt wollen die mich komplett verarschen. Ihr habt das ja in meinem, wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich rede, guckt euch das Video an. Genau vor einem Jahr habe ich es hochgeladen, wo ich aus dem Club rausgetreten bin. Da ist doch die perfekte Anleitung dazu, wie man es richtig macht. Denn nur, ja, man fährt hin, sagt Bescheid, erhobenen Hauptes, geht man raus und das ist es dann. Genau. Jetzt sage ich mal kurz, ja, ich habe viel vermisst. Gerade so die ersten Wochen und Monate waren so ein bisschen, war ich so ein bisschen, als hätte ich etwas verloren. Und habe ich auch irgendwo, aber andersrum konnte ich mich jetzt voll und ganz, sofern das Privatleben das zugelassen hat, auch auf YouTube, also auf euch hier konzentrieren. Ich konnte Dinge anfahren, wenn es denn auch beruflich und so weiter gepasst hat, die ich vorher nicht anfahren konnte, weil dann immer irgendwelche Pflichtfahrten auch vom Club waren und so weiter. Und jetzt kann ich mir auch die Fahrten aussuchen, also konnte ich vorher bis zum gewissen Teil auch, aber man fährt ja dann mit dem Club zusammen. Aber es gab oftmals auch mal Strecken oder Partys, die ich gerne persönlich angefahren hätte, die wir dann mit dem Club aber nicht angefahren sind. Und genau die Sachen kann ich jetzt machen. Ich habe fast 7 Jahre in der Szene, also aktiv in der Szene verbracht, aktiv in einem Club drin und habe die Kontakte überall und jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich fahre, ohne dass ich jemandem eine Rechenschaft schuldig bin. Und das ist ein ganz großer Knackpunkt, wenn du die Connections hast und auch respektvoll zu den Leuten warst in den ganzen Jahren, dann kriegst du auch die Einladung und die kriege ich. Und ja, nicht nur das, öfters wird mir dann hier oder da auch mal angeboten, ja, komm doch zu uns. Und da kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Würde ich Stand heute wieder in einen Club gehen? Definitiv ja. Ich würde mir jetzt natürlich aussuchen, was zu mir passen würde. Denn das Ding ist, aktuell jetzt mit meinen Schichten, die ich arbeite, die hatte ich ja früher so nicht. Das ist jetzt komplett neu für mich, was jetzt auf mich zukommt. Ich bin gefühlt nur noch, ja, keine Ahnung, jedes zweite Wochenende arbeiten und dann kann ich nicht jedes zweite Wochenende wegfahren, weil dann hat meine Frau auch nichts von mir, das geht so nicht. Das heißt, das müsste irgendwie anders laufen. Und das andere Ding ist, selbst wenn ich in einen Club reingehen würde, das wird niemals mehr so ein großer, riesiger Club sein, denn da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, einfach nur über die Autobahn zu brettern, um die Brüder, die 600 Kilometer entfernt ihre Station haben, Station sage ich schon, Chapter, nichts für ungut, ich liebe euch alle da unten und dennoch ist das nicht meine Intention davon, einem Motorradclub beizutreten, einfach 600 Kilometer zu ballern auf der Autobahn. Das ist jetzt auch nicht jedes Wochenende so gewesen, aber es ist halt häufig, gerade wenn es darum geht, man ist kurz vor einer Party, da muss man sich sehen lassen und all so ein Scheiß. Warum bremst der ab und lässt den nicht rüber? Da kriege ich schon wieder einen Anfall, weißt du das? Genau, darauf habe ich nämlich keinen Bock. Ich habe Bock auf lange Touren, aber auf schöne Touren. Touren, die wirklich den ganzen Tag dauern von mir aus und von mir aus auch mehrere Tage über Landstraßen und alles so geteilt. Und ich habe auch wieder Bock, mit dem Zelt unterwegs zu fahren. Das haben wir ja Gott sei Dank immer gemacht. Aber das sind so Dinge. Darauf habe ich Bock. Ich habe auch keinen Bock, in einen Club zu gehen, wo so Eierköpfe drin sind. Keine Ahnung, versteht mich nicht falsch. Und ich will auch niemanden auf den Schlips treten. Aber ich habe halt dieses Oldschool-Denken. Was nicht bedeutet, dass da nur Prügelknaben drin sein sollen. Eigentlich, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Aber ich habe auch keinen Bock auf so Weicheier, die in so weißen Autos durch die Gegend fahren. Das ist nur ein schlechter Witz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, nur die Älteren, die wirklich schon lange und schon sehr früh, gerade so 70er Jahre in so Clubs gegangen sind, verstehen, was ich hier sage. Weil die jungen Leute, nicht alle, da kann ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die haben eine ganz andere Vorstellung vom Motorradclub. Weiß ich nicht. Turnschuhe, Jogginghose und genau das will ich nicht. Oldschool-Club. Oldschool. Warum denn nur diese Gewalt? Weil sie die Denkfähigkeit erhöht. Oh! Wo Rock und Metal läuft. Ja, genauso was Oldschool-mäßiges würde ich dann auch machen. Oder würde ich beitreten. Und definitiv muss ich meine Freiheit insofern haben, dass ich meinen YouTube dadurch nicht beeinträchtigt. Denn das hier ist mein Hauptbaby.
Und oder was heißt mein Hauptbaby? Viel geiler wäre, wenn ich beides kombinieren könnte. Das wäre noch viel, viel geiler. Das wäre richtig geil. Aber wie gesagt, ich habe da auch keine Eile oder gar keinen Plan. Ich hätte, das sage ich ganz frei weg, ich hätte da ein paar Jungs, wo ich beitreten könnte. Und die Frage war auch schon im Raum. Ich habe auch nicht verneint. Jetzt kam erstmal nur der neue Job. Ich muss jetzt selber erstmal gucken, wie komme ich damit zurecht. Und das Einzige, was mir persönlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Dorn im Auge ist, aber das gibt ja, da kann ich euch mal ein bisschen erzählen, es gibt, nicht jeder Club hat die gleichen Regeln für Hänger und Supporter, aber wenn du beitrittst, gibt es halt Clubs, die sagen, ein Hänger oder Supporter darf nicht alleine zu anderen Partys fahren oder sonst wohin. Und kann ich verstehen, wenn jemand noch nie irgendwo Club-Erfahrung hat, da bin ich da auch vollkommen fein mit, weil wenn du denjenigen nicht kennst, der kann viel Mist machen, weil selbst als Hänger und Supporter trägst du halt Verantwortung, wenn du das durch die Gegend fährst. Und ja, da ist mir so ein bisschen Dorn im Auge. Das sage ich ganz frei. Vielleicht kann ich mich damit trotzdem mal irgendwann wieder arrangieren, aber erstmal sind die Gedanken ja nicht so. Wenn ich Bock habe und meine Motorradclub-Menschen haben gerade alle keine Zeit oder was auch immer, also vorausgesetzt, ich gehe jetzt irgendwo rein und da ist irgendwo eine Party, wo ich die Leute kenne, dann will ich da hinfahren. Dann ist mir egal, ob ich Hänger oder Supporter bin. Wisst ihr, was ich meine? Dass dieses, da habe ich gar keinen Bock drauf, auf so eine Regelung. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen stören würde. Aber ansonsten, ich würde auf jeden Fall wieder irgendwann in meinem Leben, gehe ich wieder in einen Club rein. Das sage ich euch. Vielleicht wird ja auch das Score-Piloten-Ding irgendwann mein Club. Aber das ist ja aktuell ja nicht der Fall. Aber nichts ist unmöglich, Leute. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber wie gesagt, ich hab diesen Lifestyle lieben und leben gelernt und ich mache es auch noch genauso. Ich bin einfach ein geborener Rocker. Das ist einfach so. Und ja, ob ich jetzt aktiv in einem Club drin bin oder nicht, ich kann das Leben, also das sage ich auch jedem da draußen, du musst nicht unbedingt in einem Club sein, um das Leben leben zu, also ne, ihr wisst, was ich meine, um so zu leben, sondern es gibt so viele, die sich, ja, man kann Freebiker sagen, aber die halt trotzdem nach den Werten und Kodex der ganzen alten Rocker leben und die sind überall anerkannt, das ist so, die siehst du auch überall und also auf gängigen Partys, bei den gängigen Clubs und so weiter und die haben genauso ihren Respekt wie jemand, der mit einer Kutte durch die Gegend läuft. Ne? Die fahren ihre befreundeten Clubs an und supporten die und genau das, auch davon leben die Clubs. Ich könnte auch also genauso gut einen Club supporten, also richtig aktiv supporten. Hätte ich auch aktuell kein Problem mit, weil es auch aktuell auch von der Zeit bei mir gar nicht anders möglich wäre. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Erstmal meinen Job gucken, wie das alles läuft und dann mal schauen in Zukunft. Vielleicht kriege ich auch Nachwuchs, dann habe ich da sowieso gar keine Zeit für. Aber dennoch bin ich nicht weg von der Szene. Ich habe immer noch die Kontakte und auch immer noch die Freunde und all das und fahre auch, soweit es geht, aktiv die Clubs an und die Partys an, denn das ist genau das, was ich will. Und das kann ich auch, ohne dass ich fest in einem Club bin. Das kann ich auch einfach mit meiner Scopedius-Gutte machen. Also, scheißegal. Letztendlich, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Zusammenhalt von ein paar Leuten. Dass ich habe jetzt so das Ding, aber das ist halt auch immer, weil ich unterschiedlich arbeiten muss. Ne? Jeder muss unterschiedlich arbeiten. So. Und die meisten von denen, die ich kenne, die hier so auch durch die Gegend fahren, die haben halt immer so, weiß ich nicht, Tagsschicht oder so. Bei so einem schönen Wetter können die jeden Nachmittag raus und Motorrad fahren, während ich dann entweder Spätschicht oder Nachtschicht habe. Das heißt, da können die anderen ja gar nichts für. Oder ich kann, also das ist halt beruflich bedingt, dass es auch gar nicht funktioniert. Aber dennoch, was mir halt fehlt, ist so eine kleine Gruppe, die regelmäßig miteinander fahren, wo ich mich anschließen kann. Die so ein bisschen auch unter einer Flagge fahren, sage ich jetzt mal. Das ist so eher dieser so ein bisschen zusammenhaltmäßig, der mir am meisten nicht fehlt, aber den ich mir wünschen würde, sagen wir mal so.
Und sonst alles andere kann ich genauso gut alleine machen. Ja, aber dennoch, klar, ich würde auf jeden Fall wieder in einen Club reingehen. Wenn alles so passt und ich das für mich auch zusammenpasst und für den Club auch zusammenpasst, und dann ist das so. Ich vermisse auch den einen oder anderen aus meinem alten Club, definitiv, weil da sind auch Freunde geblieben, auch immer noch, auch von anderen Chaptern und so. Ich habe viel Kontakt zu denen. Und das wird auch nicht weggehen, weil ne, die ganzen letzten 6,5 Jahre oder wie lange auch immer, ich weiß nicht, 6,5, 7 Jahre, wo ich da war, war das meine, auch so eine Art Familie, ne? Das ist halt so. Das habe ich ja schon mal erklärt. Du teilst dein Leben mit deiner Frau zu Hause und mit dem Club. So, das ist Real Life, das ist einfach so. Wenn du in einem richtigen Motorradclub bist, dann ist das so. Ja Leute, damit habe ich die Frage auch schon mal wieder beantwortet, weil die kam nämlich auch öfters auf Instagram und auch bei YouTube, wurde ich danach gefragt, ob ich wieder irgendwann in den Club gehen wollte. Und auch Leute, die mir zugucken und in der Szene sind, ey, hast du nicht wieder Bock? Ja, ich werde jetzt gleich mit meiner Frau noch lecker essen gehen, ich denke mal chinesisch. Guckt euch das Video von mir an, da steht, ich habe abgelegt und wie man aus einem Club austritt. Das ist quasi auch direkt eine Anleitung dazu. Es wird irgendwann demnächst auch eine Anleitung geben, wie man einem Club beitritt, definitiv. Denn das sind jetzt die nächsten Themen, die auf meiner Liste stehen, und die standen schon lange auf meiner Liste. Das ist halt so, jahrelang buckelst du dir was ab, versuchst dir was aufzubauen. Und tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss, aber wenn ihr auch schon mal in so einer Situation wart, dann kennt ihr das. Wenn nicht, dann merkt euch das für die Zukunft, solltet ihr mal in so einen Club reingehen und es ist halt nicht so, wie du dir das vorstellst, dann geh einfach, dann geh raus und mach dich nicht wahnsinnig oder kaputt. Dann ist es nicht der richtige Club und dann sind es nicht die richtigen Leute für dich. Hört sich hart an, aber das ist die Wahrheit. Und so ist es eigentlich auch mit allem im Leben. Sei es Freundschaften, sei es von mir aus auch Familienmitglieder, wenn die nicht gut für dich sind, dann trenn die Verbindungen. Ganz einfach, trenn die Verbindungen. Denn ansonsten machst du nur irgendwas, worauf du keinen Bock hast, wo du nicht hinterstehst oder vielleicht nicht mehr hinterstehst. Ja, habe ich nicht nur mit dem Club gemacht, letztes Jahr, habe ich letztes Jahr auch noch mit vielen anderen Sachen gemacht. Und manchmal ist das so, manchmal trennen sich Wege. Aber es gibt da so einen Spruch, der auch im Internet kursiert. Echte Freunde verlassen dich nicht, sondern nur Leute, denen du nichts wert warst. Und genau das ist auch die Wahrheit, Leute. Genau das ist die Wahrheit. In dem Sinne kann ich auch sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Ihr macht schon das Richtige. Und wie gesagt, ich bin nicht euer Therapeut, ich kann da niemanden Vorschriften machen, wer was wie zu machen hat. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen und Empfehlungen aussprechen, das war's. Die Wege, die müsst ihr selber gehen. Das ist einfach so. Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, komm, grüßen wir mal einen Polizisten. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Der grüßt auch. Ey, das ist das erste, ungelogen Leute, es ist das allererste Mal, dass ich einen Polizisten gegrüßt habe. Könnte mal, die Polizisten könnten mal ihre Warnwestenkleidung wettmachen, die können mal richtige Kunden tragen. Ich laber wieder nur Scheiße, Leute, aber egal. So, jetzt aber. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif und liken und so weiter. Würde mich auch über einen Kommentar freuen. Auf eure Erfahrungen oder wie ihr die Sache so seht. Und ja, genau.